Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Unsere Großkönigin Irena ist nun also auch Herzogin von Großpolen. Aber damit ist natürlich ihr Ehrgeiz noch nicht gestillt. Denn sie hat weitere Ansprüche. Ansprüche unter anderem auf das Herzogtum Niederschlesien. Jetzt haben wir natürlich erstmal wieder einen Friedensvertrag. Das heißt, hier gilt es dann wieder abzuwarten. Außer unserem Ratskanzler gelingt es vielleicht, hier was zu erreichen. Da gibt es ja die Möglichkeit, bei guten Leuten, genau, Waffenstillstände zu verkürzen. Ihr seht das als mögliche Nebeneffekte. Und dementsprechend werden wir König Kasimir mit dieser Sache betrauen, dass er das jetzt machen soll. Wir gucken mal ganz kurz, wie lange ansonsten der Waffenstillstand ist. 5 Jahre, das heißt 1241, kann der zweite Krieg gegen Polen geführt werden, wenn dann, ja, ich würde mal sagen, wenn Kaiserin Irena noch lebt und natürlich Marek ebenso. Ich weiß gar nicht, ob er das ohne sie machen würde. Er hatte hier keine besonders großen Ambitionen ansonsten, wie wir wissen. Wir können diese Armeen hier schon mal auflösen. Auch diese mit der anderen Armee helfen, oder mit einer der Armeen helfen wir hier nochmal gegen diese Bauern. Eine dieser beiden Armeen wiederum können wir auch auflösen. Welche? Nehmen wir mal die hier raus. Und die andere marschiert hier nochmal gegen das Bauernheer, das ja immer noch den Aufstand wagt gegenüber unserem Sohn. Ansonsten, ja, ansonsten, wir gucken mal. Ach nee, das ist unter Belagerung, das ist irrelevant. Was gibt es noch? Es gibt nach dem Krieg ja einiges nochmal zu schauen und zu bedenken. Das ist eine interessante Information. Das Reich verliert Land, wenn ein Vasall fremdländische Titel erbt. Das glaube ich, ist aber irrelevant, weil das Teil dieses komischen Krieges ist. Ich glaube, das ändert sich nach dem Frieden. Das können wir mal ignorieren. Titel schaffen wollen wir nicht. Erbe wird Titel erben. Ja, genau. Das ist nämlich ein schöner Nebeneffekt, dass sie natürlich das Herzogtum vererbt. Und zwar an Prinz Antoni, der damit am Ende dann doch mit 2 Herzogtümern dasteht, wenn ich das richtig sehe. Weil das ist ja eine andere Nachfolge, oder? Ich denke ja, er kriegt von seinem Vater das Herzogtum Mecklenburg und von seiner Mutter dann eben Großpolen. Prima. Gut. Das haben wir gemerkt. So, wir können Banden ändern. Lehnsbanden. Das ist vielleicht noch eine ganz gute Idee. Wobei die Frage ist, wollen wir so auf Feudalsteuern gehen? Oder vielleicht, ich meine, wir sind nicht gierig, ne? Gehen wir mal auf Feudalaufgebote und versuchen hier auf diese Art und Weise die Banden zu ändern. Das gleiche betrifft auch Graf Torkul. Nutzen wir auch hier unser Druckmittel dafür. Und dann haben wir Kaiserin Irena. Das kommt natürlich nicht in Frage. Verbrecher, mit dem wir aber, damit kommen wir klar. Wir haben offenbar viele Gefangene, um die wir uns jetzt mal kümmern müssen. Uiuiuiui. Können wir hier Massenaktionen machen? Ja, können wir. Die Frage ist, ob es irgendwelche super talentierten Kämpfer noch gibt, die wir für uns nutzen können. Wir schauen mal. Frauen sind in der Regel keine super talentierten Kämpfer. Wen haben wir hier? Das sind aber alles nur Mord. Er, 12, Tomasch, ein pommerscher Katholik sogar. Das könnte man sich überlegen. Bekehrung verlangen, wird er annehmen. Rekrutieren, wird er annehmen. Dann holen wir uns auch noch ein schwaches Druckmittel und dann wird er vielleicht zu unseren Kämpfern stoßen. Und beim Rest, wir warten das erstmal ab. Okay. Dann dürfte er jetzt zu unseren Leuten gehören. Und beim Rest werden wir jetzt mal versuchen, Massenlösegeld auszulösen. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Nicht, dass, na, ich guck mal ganz kurz. Kriegen wir denn überall was? 25, 50, 10, 10. Ja. Ist hier irgendjemand sehr Wichtiges dabei, bei dem es sich vielleicht noch lohnt, Druckmittel zu erhalten? Nein. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann machen wir das mal so. Versuchen wir mal für all diese Lösegeld zu erhalten. Der Krieg hat ja doch ein bisschen was gekostet. Das sind gewissermaßen unsere Reparationszahlung. Aber wir sind immer noch nicht durch, Leute. Ich würde gerne noch ein Festmahl veranstalten. Das kostet uns 250. Aber angesichts dieses Sieges und des Erfolges hier für unsere Frau, denke ich, sollten wir das machen. Wir verschicken mal die Einladung. Ja, jetzt sind wir langsam ganz schön knapp bei Kasse, aber das ist okay. Wir kriegen ja jetzt hier Lösegeld rein. Ohne Ende. Herzog Gargamel war im Übrigen auch dabei. Wie ist denn eigentlich jetzt hier die Vasallenstruktur?
Das würde mich ja direkt mal interessieren. Hat sie das jetzt irgendwie selbst verteilt? Oder sind das... Ah, nee, das sind die katholischen Polen, die polnischen Katholiken, die jetzt unter ihr hier sind. Okay, das könnte sein, dass sie da Probleme bekommt. Sie selbst hat nur die Grafschaft Posen erhalten, interessanterweise. Nun gut, da hat sie natürlich nicht viele Truppen, aber sie ist ja mit uns verbündet. Wir helfen natürlich unserer Frau bei jeglicher Notsituation. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig. Willkommen, meine Freunde. Lösegeld wurde akzeptiert. Oh, da waren aber auch ein paar hochkarätige Lösegelder dabei. Hat uns ganz gut saniert jetzt direkt mal wieder. Ein Vasall ist in Nöten. Der hilfesuchende Blick, den mir mein Vasall Henry zuwirft, wird zunehmend verzweifelter. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke, in der er sich schon den ganzen Abend versteckt, und die Wände vereiteln seine Flucht. Was ist denn da los? Der Graf von Circipania, altgläubig. Wollen wir ihm helfen? Wir würden ein schwaches Druckmittel erhalten, aber wir haben gesehen, das letzte Mal mit schwachen Druckmitteln, wenn wir jetzt an die an den Glaubenswechsel denken, wir könnten ihn weiter ärgern. Aber es gibt keinen Grund, einen unserer direkten Vasallen zu ärgern, oder? Ich würde sagen, wir lenken die störenden Gäste ab. Erhalten dadurch das Druckmittel, das gefällt mir besser. So. Aha. Ruthenien hat jetzt auch einen Bauernaufstand. Ist das eine große Sache? Wir gucken mal ganz kurz neugierigerweise. 3500 gegen 11.000 ist keine wirklich große Sache. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, können wir das irgendwie ausnutzen? Seine Meinung hat sich verbessert. Das schwache Druckmittel bringt jetzt erstmal nicht viel. Naja, dann behalten wir das nochmal so ein bisschen in Erinnerung. Wir sind hier gerade gegen die Bauern im Kampf. Und gleichzeitig hat unser Ratsprediger bekehrt. Das ist gut. Die Bauern sind damit auch komplett besiegt. Das ist hervorragend. Dann wird jetzt hier sicher Frieden geschlossen werden. Super. Okay, diese Bedrohung ist abgewandt. Jetzt gibt es erstmal wieder eine lobenswerte Leistung. Als das Festmahl in vollem Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Stefana, unsere Halbschwester, an die Tafel. Welch grandioses Festmahl. Ja, natürlich, wir loben wieder Irena. Das hilft uns sehr. Okay, damit können wir auch unsere Truppen endgültig auflösen und wieder richtig Geld verdienen. Wir gucken mal ganz kurz, Jaromar. Wie sieht's aus? Plus 68%. Ja, jetzt ist das eine sichere Sache. Hervorragend. Damit hat er sein Herzogtum verteidigen können. Durch unsere Hilfe und die Hilfe unseres Bruders aus Dänemark. Und hier ist die Hochzeit jetzt geschlossen worden. Die Hochzeit, die genau zu dem Bündnis geführt hat, was ihm hier in diesen Kriegen geholfen hat, nämlich das Bündnis mit Dänemark. Er hat jetzt Prinzessin Radoslava von Dänemark endgültig geheiratet, die im Übrigen Bluterin ist. Naja, schauen wir mal, was da rauskommt. Gleichgesinnte. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Graf Vlodek ein herausragender Anlass. Vlodek, auch noch altgläubig. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge, und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihm. Okay, Meinung hat sich verbessert. Die Frage ist jetzt, wie aktiv gehen wir eigentlich damit um, das Thema Bekehrung zu verlangen? Wenn jemand, ich sag mal, nicht aufmüpfig ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund für uns, weil wir ja tendenziell der Sache eher skeptisch gegenüberstehen. Ich würde es tatsächlich nur als ein Mittel der Macht einsetzen. Wie auch immer, die Gäste gehen, wir erhalten Prestige und viele sind zufrieden und haben eine sehr, sehr positive Meinung uns gegenüber. Hervorragend. Okay. Zwei Gefangene sind gestorben. Vielleicht sollten wir uns mal anschauen, wer denn hier noch einsitzt. Hier ist noch jemand für Lösegeld loszubekommen. Das können wir machen. Was ist mit dir? Ah, okay. Ein Kreuzritter. Ja. Wisst ihr was?
Hier können wir auch mal eigentlich ein Exempel statuieren. Der wird einfach mal auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aus besonderem Anlass. Vielleicht als Teil des Festmahls, als Abschlussgeschichte. Ich denke, mit Kreuzrittern und Tempelrittern sollte man vielleicht noch ein bisschen gesondert umgehen. So, der nächste König hat eine Nebenlinie erschaffen, Gniewocz. Und weil ich weiß, dass das immer wieder ein Riesenthema bei euch ist, zeigt doch mal bitte die Dynastie. Ja, kann ich jetzt mal einen Blick reinwerfen. Der Punkt ist, das Ganze ist komplett unübersichtlich und ist nicht mehr so wirklich erkenntnisreich. Am Ende kann man auf jeden Fall sagen, meines Wissens gibt es keine Krutois außer in Estland, die Herrscher außerhalb unseres Reiches sind. Das ist natürlich König Janosch. Und wisst ihr was? Ich glaube, unsere beiden Herrscher sind gleich alt. Ich glaube, hier gibt es eine Annäherung, gerade im Sinne seiner Familienfreundlichkeit. Wir werden mal versuchen, uns mit König Janosch zu befreunden. Vielleicht ist ja dann sogar ein Bündnis noch möglich. Aber wir waren gerade bei dem Thema stehen geblieben, dass wir uns mal mit der Dynastie beschäftigen. Also es gibt erstmal 11 Häuser. Neben unserer Kotoi-Hauptlinie sind die mächtigsten, wie wir hier sehen, können wir das mal sortieren nach militärischer Stärke. Ja, das eben gerade gegründete Haus Gniewosch von König Lech von Schweden. Dann das Haus Svietscher von König Hrodowald von Dänemark. Das hatte ich zuletzt, glaube ich, einmal verpasst, diese Gründung. Dann das Haus Krutoy-Kolding von Herzog Leszek von Seeland. Und das Haus Krutoy-Übermemel von König Kasimir von Litauen. Übermemel heißt natürlich nördlich der Memel. Insofern schon ein ganz witziger Begriff. Und die Obotriten, und das ist eben König Janosch von Estland, mit dem wir uns jetzt gerade anfreunden wollen. Also jetzt erstmal dazu. So, dann öffnen wir mal den Dynastiebaum und ihr seht, das ist die höchste Zoom-Stufe, wie extrem unübersichtlich das Ganze jetzt geworden ist. Ja, wie nähern wir uns der Sache mal an? Ehrlich gesagt, ich finde das nicht mehr so erkenntnisfördernd, sich das jetzt im Detail anzuschauen. Aber weil ihr es unbedingt sehen wollt, machen wir das mal. Wir gehen mal hier von Marek aus. Das sind seine Söhne. Das sind seine Geschwister, die weiblichen Geschwister. Und hier sind die männlichen Geschwister, die aber alle ein eigenes Haus haben. Die müssten eigentlich dann hier irgendwo nochmal gesondert auftauchen, ne? Oder? Ja, schaut mal, das ist auch irgendwie nervig, weil hier taucht zum Beispiel Marek auch auf und damit doppelt auf. Also, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Es erscheint mir ein bisschen buggy zu sein. Nee, die anderen Häuser, die anderen Brüder tauchen tatsächlich nirgendwo anders mehr auf. Wir müssen die dort aufklappen, wenn wir uns darüber informieren wollen. Nun gut, das sind also die drei Könige, ne? Das ist klar, das ist jetzt wenig überraschend. König Kasimir. Dahinter gibt es jetzt erstmal keine weiteren Verzweigungen. Das sind alles die jüngsten ihrer Linie. Genau, König Tomasz, dann König Kasimir. Okay, also das ist gewisserweise die Hauptlinie. Dann haben wir noch Herzog Tetzler von Bergslagen über die Schwester. Okay, dann haben wir hier eine Seitenlinie, zu der unsere Frau gehört. Nämlich das Haus Lubitsch. Das ist nochmal wichtig. Und dazu wiederum, ach so, weil es unsere Frau ist, gehören dann die wieder dahin. Oh mein Gott. So, Hanna Lubitsch. Und da endet dann aber entsprechend diese Linie. Okay. Wir können davon ausgehen, dass das Haus Lubitsch damit untergehen wird. Was ist mit euch? Nee. Ihr habt möglicherweise auch noch Kinder. Nee, haben sie noch nicht. Es kann sein, dass das Haus Lubitsch tatsächlich untergehen wird, weil alles, was hier über die Kaiserin kommt, die Großkönigin, sind ja unsere Kinder. Na gut, hier endet vermutlich das Haus auch. Okay, das ist also wenig erkenntnisreich. So, was haben wir noch? Das sind die. Das ist auch wieder Lubitsch. Okay, und das sind auch wieder dieselben. Tja, Leute. Das ist jetzt gar nicht so super spektakulär.
Den einzigen, den ich jetzt vermisse tatsächlich, ist eigentlich. Das ist jetzt die estnische Linie. Wo haben wir die denn jetzt? Warte mal, hier haben wir noch eine andere Linie, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ratsprediger Leszek. Genau. Das ist die Kotor-Kolding-Linie. Und das ist die Schleswiger Linie. Die gibt es auch noch. Und das hier, Herzog Petrus, Königin Boena von Schweden. Aber das ist alles ein eigenes Haus. Das endet da mit ihm, wenn ich das richtig sehe. Ja. Okay. Jetzt das Einzige, was mich tatsächlich noch interessieren würde, wo kommen wir zu unserem Esten? Gibt es hier eine Suche? Nee, sehe ich hier nicht. Wie wir den im Stammbaum verordnen, das werde ich mal zur nächsten Staffel irgendwie vorbereiten. Aber das war jetzt ein etwas längerer Blick. Ich finde es an dieser Stelle, ehrlich gesagt, ja, das ist irgendwie faszinierend, aber so richtig erkenntnisfördernd, ich wiederhole mich, ist das Ganze nicht. So, was haben wir hier? Ah, okay, der Bauernaufstand ist zurück. Ja. Ihr wollt Freiheit im Tode, sollt ihr sie haben, sammelt die Truppen. Es sind wieder einige, aber es sind bei weitem nicht mehr so viele wie beim letzten Mal. Das sollte also jetzt nicht das größte Problem sein. Wir werden mal wieder unsere Truppen, unser Sammelpunkt verschieben und den irgendwo hier in Schweden. Ist ein bisschen knapp daneben, aber wir machen das trotzdem mal. Ja, alle ausheben. Wie viel brauchen wir? Ich würde mal sagen, so 6.000, 7.000. Da sind wir gut dabei. Warten wir mal das Ganze ab. Wir könnten eigentlich auch hier den Kriegerorden noch wieder dazu holen, oder? Das ist gerade gegen diese Adamiten, glaube ich, die perfekte Unterstützung. So, da sind wir schon 6.700. Das reicht schon locker. Bitte sammeln beenden. Oh Gott, das sind 9.000. Naja, gut. Dann sind es eben 9.000. So, wer soll die anführen gegen die Bauern? Hodulwart oder der Großmeister? Ich würde sagen, der Großmeister persönlich. Nee, du sollst da nicht vorbeimarschieren, du sollst die Bauern direkt angreifen. Was haben wir hier? Ein Ablass eines Bürgermeisters wird angenommen. Wert. Okay, Leute. Das war's, glaube ich, schon. Das, okay, das ging sehr, sehr schnell, weil wir gleich den Anführer gefangen genommen haben. Das ist das, was uns das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie nicht gelungen ist, weil der selber, war das nicht so, der saß selber irgendwo im Gefängnis. Wisst ihr was? Wir werden ihn sofort hinrichten und ja, wie immer bei Glaubensfeinden, nehmen wir den Scheiterhaufen. So, damit ist die Sache auch durch. Wir können unsere Truppen wieder auflösen. Hervorragend. Okay. Aber es gibt gleich noch einen Aufstand gegen unseren Vasallen. Das ist aber nur eine kleine Geschichte. Und Krieger von Perun wurde von Graf Lech von. Ach so, bei seinem Bauernaufstand. Ja, das ist doch praktisch, dass selbst die kleinen Grafen jetzt unseren Kriegerorden zur Hilfe rufen können. Das finde ich super. Ausgeburt der Unfreundlichkeit ist der estnische König ernsthaft? Mein Verwandter König Janosch verschmäht weiter meine Freundschaftsangebote. Er hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er mich nie als ebenbürtig ansehen wird oder auch nur als etwas anderes als einen Wurm. Okay, dann würde ich sagen, brechen wir das Ganze auch ab. Wenn er nicht will, will er nicht. Ganz schön arrogant, der Typ. Gesellig, zufrieden und sprunghaft. Sprunghaft genauso wie wir. Ah, ich ahne schon. Ich glaube, weil er ein orthodoxer Theologe ist, möchte er mit uns nichts zu tun haben. Aber ich denke nicht, dass es ein Grund jetzt ihn einfach so aus Rache zu ermorden. So tickt unser König, denke ich nicht. So, Bauernaufstand und Kriegerorden ist angeworben worden. Was ist hier los? Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet einen Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar unseren Sohn? Wie bitte?
Oh mein Gott. Wir müssen den Übeltäter, der hinter dieser Sache steckt, aufhalten. Okay, die Existenz ist aufgedeckt. Das heißt, es wird schwieriger. Und ich denke, wir sollten nicht nur das tun. Wir sollten nun auch König Lech und seinen Ratsspitzel die Aufgabe geben, Komplotte zu stören. Die Frage ist, wer profitiert von seinem Tod? Und um ehrlich zu sein, da gibt es eigentlich nur einen. Das ist Prinz Jaromar, den wir jetzt hier die ganze Zeit unter die Arme gegriffen haben. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt eine böse Vermutung. Aber ich hoffe, dass es unser geschätzter Ratsspitzel herausbekommen kann. Möglicherweise ist er es aber auch selber, ne? Das sind jetzt alles Spekulationen. Landschenkungen ist erforscht worden, das ist auch gut. Diese Geschichte ist zum Abschluss gebracht worden. Fingierter Anspruch auf Grafschaftsratsaufgabetempo 50% und Kriegsgrundprestige kostet minus 10%. Letzteres ist ganz praktisch. Okay, wo wollen wir jetzt eigentlich weitermachen, stellt sich die Frage. Kriegsvolk, Vorburgen, Aufgebot, Verstärkungsrate ist nett. Ritterstand. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir. So. Hier wird angefragt wegen eines Gefangenen. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, der ist bei dem Aufstand irgendwie dazugekommen, aber für 50 Gold. Von mir aus. Ich denke, da sagen wir ja. Da sind wir pragmatisch genug. Richard hat einen Krieg verloren. Ernsthaft, der englische König hat den Krieg verloren. Das heißt, dieses kleine Land, was ich vermutlich immer falsch ausspreche, die Hubert ist weiter gewachsen. Ah, ein irischer Katholik. Das sind die Zwergen-Iren, die jetzt hier auch in England Fuß fassen. Erfolgreich. Teilweise in Wales. Okay. Wir sind im Jahr 1236 angekommen. Und das bedeutet, es sind noch, immer noch, fast 5 Jahre. Nein, inzwischen 4 Jahre, bis wir den zweiten, vielleicht den letzten Krieg gegen Polen führen können. Und was ist hier los? Miroslav von Schweden ist Herrscher. Ach so, aber nur Herzog von Holstein. Der heißt nur so von Schweden. Weil sein Vater der schwedische König ist, ist er der Haupterbe? Tatsächlich. Eieiei, jetzt kommen natürlich jetzt hier die Verwicklungen durch die Hochzeiten oder sowas. Na gut. Er ist gleichzeitig dann Herzog von Holstein und wird dann König von Schweden. Das heißt, die Gnevosch-Linie wird stärker, so wie es aussieht. Holstein gehört de jure zu Dänemark, ne? Genau. Das wird den dänischen König vermutlich ein bisschen ärgern. Okay, hier kann noch eine Gräfin ausgelöst werden. Hervorragend. Dann sind wir wieder bei unseren angestrebten 1000 Gold bald. Und die Ringburg in Obotritia ist zu Ende gebaut worden. Und das bringt natürlich wahnsinnig viel Verteidigung. Festungsstufe 8. Garnison 1250, also die Hauptstadt, würde ich mal sagen, ist gut gesichert. Liebe Leute, wir sind am Ende der Staffel angekommen. Marek macht die Sache anders als sein Vater. Er ist ja auch schon deutlich älter. Ich denke, seine Frau hat einen großen Einfluss auf die außenpolitische Strategie, auf seine außenpolitischen Pläne. Und dementsprechend gibt es jetzt keinen Grund, von dem nächsten Ziel abzulassen, welches sie formuliert hat, nämlich das Herzogtum Niederschlesien ebenfalls noch zu gewinnen. Das geht allerdings erst in 4 Jahren. Schauen wir mal, wie dann die Welt aussieht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.